guten Abend. Gratuliere dem Straubing einfach zu dem Sieg, dem Larry zu dem Sieg. Ja, haben beide Mannschaften, glaube ich, auch wollten die ersten 30 Minuten den Sieg auch haben. War enge, ganz enges Spiel. Wir haben ein paar Fehler gemacht, die Straubinger ein paar Fehler gemacht, die Torhüter waren gut, aber unter dem Strich, man spielt aufs Tor, man spielt auf die Tore und da waren die Straubinger einfach besser. Die haben heute auch hart gespielt und viele Schüsse auch geblockt. Und wenn du kein Tor schießt, und das ist uns in den letzten drei Spielen schon zweimal passiert, wenn du keine Tore schießt, dann kannst du auch nichts gewinnen. Deswegen geht der Sieg auch in Ordnung heute nach Straubing. Danke. Danke, Pavel. Ich habe das ähnlich wie Pavel gesehen. Beide Mannschaften wollten ja, unbedingt den Sieg. Und ich denke, haben ihre eigenen Druckphasen. Unser Spiel im ersten Drittel war sehr, sehr gut. Ich denke, die ersten 8 Minuten mit Sicherheit im zweiten Drittel haben ganz klar die Wolfsburger gehört. Und ja, statt auseinanderzubrechen, wie wir so oft in dieser Saison gemacht haben, haben wir einen Weg, diesen Sturm von Wolfsburg zu überstehen. Wir haben kluge Entscheidungen gemacht, wenn wir die Scheibe gekriegt haben, über Plexiglas, über Bande raus. Und letztendlich dann, natürlich braucht man in dieser Phase einen starken Goalie und den hatten wir heute gehabt. Und dann haben wir wieder zu unserem Spiel gefunden. Und im letzten Drittel wussten wir, dass Wolfsburg noch mal kommen wird. Das haben sie auch getan, aber ich habe, wie Pavel schon erwähnt hat, wir haben das gut gemeistert, dass wir den Gegner nach außen gelassen haben durch viele geblockte Schüsse. Und wenn es brenzlig wurde, war der kleinste Stelle. Und ja, letztendlich die 3 Tore von der Zalewski-Reihe, das war ein Versuch heute, ihm in der Mitte zwischen Connolly und Williams. Wir hatten ein sehr ernstes Gespräch heute, Steve und mir. Und mich freut das für Steve, weil er hat versichert, dass er alles geben will für diesen Verein und selbst erkannt, dass er besser spielen muss. Und ich denke, das war mehr als der erste Schritt in die richtige Richtung. Und mich freut das für Steve Zalewski, der einige Rückschläge in der letzten Zeit mit sich nehmen muss. Dankeschön.